Hallo Jungs, sagt mal, wollt ihr vielleicht aussteigen? Gibt auch Geld dafür. Hallo, wo fahrt ihr denn jetzt hin? Ihr wisst schon, dass da eine Straßensperre ist, ne? Das ist Johannes Schlüter, Streetworker im Auftrag der Bundesregierung. Er soll afghanische Taliban gegen Geld zum Aussteigen bewegen. Aber Herr Schlüter, die Taliban sind doch völlig fanatische Glaubenskrieger. Die nehmen das Geld, kämpfen dann weiter. Da kommen Sie doch nicht ran mit Ihren Methoden. Du, da bin ich ganz zuversichtlich. Ich darf doch du sagen. Ne? Du musst dir das so vorstellen, manche von denen kommen sogar mehrmals wieder. Ich bin schon dreimal ausgestiegen. Von dem Geld der Deutschen habe ich mir diese Panzerfaust gekauft und ein neues Kamel. Und ein Auto gab's noch obendrauf. Schlüter leitete bereits ein erfolgreiches Aussteigerprogramm für Neonazis in Sachsen-Anhalt. Diese Erfahrungen will er jetzt in Afghanistan nutzen. Ja, hallo, ich stelle mich mal kurz vor. Mein Name ist Johannes Schlüter. Wir können auch Johannes zu mir sagen. Hallo? Ja, ich bin Taliban. Ich würde jetzt gerne aussteigen und bräuchte das Geld jetzt. Ja, super, du Dufte. Aber Herr Schlüter, fürchten Sie nicht, dass die Einheimischen Ihr Programm ausnutzen? Nee, das glaube ich nicht. Und das ist mein kleiner Hikmat. Er ist ganz schlimm mit Taliban. Der braucht auch Geld. Okay, klar. Ja. Super. Ja, ja. Und meine Frau ist auch ganz, ganz schlimm mit Taliban. Dann nehme ich Geld auch gleich mit. Ja, aber ich glaube, die war gestern schon da. Nein, das war meine andere Frau. Ach so, na gut. Mhm. Ja. Ja. Bitteschön. Dankeschön. Tschüss, ne? Ja, tschüss. Schlüters Hauptproblem mit den Taliban. Viele verstehen unter Aussteigen etwas anderes als er. Hinzu kommen schlechte Angewohnheiten wie Gewalt, Fanatismus und Überfälle auf Bundeswehrkonvois. Hier will Schlüter Alternativen aufzeigen. Dafür hat er die Selbsthilfegruppe Anonyme Taliban ins Leben gerufen. Hier lernen die Gotteskrieger, ihre Freizeit sinnvoll und gewaltfrei zu gestalten. Oh Mensch, das ist ja super schön. Ist das eine Vase? Johannes Schlüter. Ein Mann macht das Taliban-Aussteigerprogramm zu einem granatenmäßigen Erfolg. Ja, ich muss an dieser Stelle mal fragen, Entschuldigung, Sie da, ich glaube, Sie sitzen da nicht gut im Licht, aber wie haben Sie denn gelacht, als hätten Sie Schmerzen? Das war ja, ja genau so. Können Sie das nochmal, noch einmal kurz? Ich mach mir ein bisschen Sorgen. Aber der Beitrag hat Ihnen gefallen, oder? Ach so, gut. Das war das Einzige, was Sie bisher, wegen der Kamera konnten Sie nicht. Ach so, ja. Gut, aber Sie haben Spaß, oder? Ja. Gut, ich hatte nur Sorgen. Gut, weiter geht's. Ja, was für ein Skandal. Stellen Sie sich das mal vor. Vom Flughafen Braunschweig-Wolfsburg kann man keine Langstreckenflüge fliegen. Ja, das heißt, der VW-Konzern in Braunschweig ist quasi von der Außenwelt isoliert. Und wenn die Jungs von VW mal wieder zum Beispiel nach Brasilien fliegen wollen, um da mit leichten Mädchen-Cocktails zu schlürfen, ja, dann können sie nicht direkt vom Gelände aus in den Flieger steigen. So kann man doch nicht arbeiten. Glücklicherweise wird das aber jetzt geändert. Es gibt nur so ein paar kleine Gegenstimmen, wie Sandra Hofmann herausgefunden hat. Das ist der kleine Mittelspecht. Er lebt hier bei Braunschweig, im Querumer Forst. Naja, noch, denn 90 Hektar dieses Waldes werden jetzt abgeholzt. Damit diese großen Vögel besser starten und landen können. Nebenan auf dem Flughafen Braunschweig-Wolfsburg. Ach ja, und dieser Vogel lebt auch im Querumer Forst. Seit fast 4 Wochen hält der Umweltschützer Mahnwache für den Erhalt des Waldes. Nun, der Querumer Forst ist ein hochwertiges Naturschutzgebiet, Landschaftsschutzgebiet, FFH-Gebiet, also ein Naturschutzgebiet von europäischem Rang. Und es setzen sich einseitig wieder mal die wirtschaftlichen Interessen durch. Und das mache ich jetzt schon zum x-ten Mal, dass ich das erlebe. Also, und das ärgert mich einfach sehr. Naja, die Heimat des Mittelspechts ist eben auch die Heimat von VW. Hier lebt dieser Vogel, der Winterkorn. Und dieser Vogel, der Pirch. Die beiden VW-Manager fliegen gerne vom Flughafen Braunschweig-Wolfsburg. Genauso wie die anderen großen Tiere von VW. Wir haben also, wenn Sie es wissen wollen, etwa 100.000 Passagiere.
Das ist keine große Zahl, aber daran sehen Sie, dass es Businessverkehr ist, weil wir ja gar keine Linie hier haben. Also kein Linienbetrieb. Also, die VW-Manager in Wolfsburg wollen bald auch Langstrecke fliegen. Deshalb muss der Flughafen in Braunschweig ausgebaut werden. Sonst müssten Sie ja mit dem Auto 70 Kilometer zum Flughafen in Hannover fahren. Der Vorteil für die VW-Manager bewegt sich in einem Zeitraum von einer halben Stunde. Ja? Und dafür so viel Geld zu investieren und auch in Zukunft immer wieder Zuschüsse geben zu müssen, das ist unsinnig. Das macht keinen Sinn. Ach, die längere Landebahn kostet doch nur 30 Millionen Euro. Und was sind schon 60.000 abgeholzte Bäume? Eigentlich ist der VW-Konzern auch total grün. Mit schicken Elektroautos, spritsparender Umwelttechnologie und ganz viel Öko-PR. Man kennt es ja, viele Betriebe versuchen im Moment sich grün zu waschen. Ne? Greenwashing ist ja der Begriff. Aber wenn man hinter die Fassade schaut, dann ist es oft nicht so. Und das ist auch bei VW nicht so. Okay, wo gesägt wird, fallen Späne. Der kleine Vogel weicht dem großen Vogel und seiner größeren Landebahn. Das sind Verkehrsflughafen und wenn der Ausbau geplant wird für diese Verkehrsklassifizierung, dann ist es notwendig, nicht nur allein wegen VW. Und was ist mit dem Mittelspecht? Der Mittelspecht, der wird umgesiedelt, wenn er denn noch da rumfliegt. Na dann, tschüss, kleiner Mittelspecht. Bühne frei für unseren Ex-Praktikanten und den Gewinner des ersten NDR Comedy Contest, Nico Semsrott. Heute geht es um das sympathische Thema Parteispenden. Applaus, Applaus, Applaus! Herr Semsrott. Viele behaupten, die schwarz-gelbe Koalition hätte einen Rumpelstart hingelegt. Das stimmt nicht. Die neue Regierung läuft wie geschmiert. Westerwelle weist die Korruptionsvorwürfe als absurd zurück. Ich würde sagen, die FDP besticht geradezu durch ihre Glaubwürdigkeit. Kleines Wortspiel. Noch ein Wortspiel. Ich bin ja Fan einer funktionierenden Demokratie. Und wissen Sie, welches Wort in Demokratie steckt? Genau, Okra. Die Gemüsepflanze. Egal. Als Fan einer funktionierenden Demokratie mache ich mir Sorgen um den Zustand der FDP. Mich erschüttert, wie billig diese Partei mittlerweile zu haben ist. Nur 1,1 Millionen Euro für ein Gesetz? Schläft deren Spendenabteilung? Da kann man doch viel mehr rausholen. Für mich ein Zeichen, wie schlecht es um die finanzpolitische Kompetenz der FDP wirklich steht. Legal, illegal, liberal. Deshalb möchte ich hier für Spenden an die FDP werben und für Transparenz sorgen. Mir ist die offizielle FDP-Preisliste in die Hände gekommen. Je weiter das Gesetz von der Parteilinie abweicht, desto teurer wird es. Steuererleichterungen für Hotels kosten 1,1 Millionen. Das ist bekannt. Menschenfreundliche Asylgesetze kosten 20 Millionen Euro. Umweltfreundliche Umweltgesetze 100 Millionen Euro. Vielleicht sollten wir das Prinzip der Parteispende aber auch einfach ganz neu denken. Deutschland könnte Afghanistan beim Wiederaufbau helfen und eine ganze Partei spenden. Ich würde die FDP empfehlen. Das wäre eine Win-Win-Situation. Deutschland wäre endlich wieder von Westerwelle befreit und Afghanistan würde profitieren, weil die FDP immer noch demokratischer ist als die Taliban. Bitte besuchen Sie auch meine Homepage www.x3.de. Nico Semsrott, den Comedy Contest gibt es auch 2010 wieder. Einfach mal auf unserer Homepage bewerben. Wir blenden es jetzt nochmal ein, www.x3.de. Viel Erfolg. So, die ganze Sendung in voller Länge gibt es auch nochmal als Podcast. Wir haben, glaube ich, noch nicht unsere Internetadresse eingeblendet. Das machen wir jetzt einfach mal an dieser Stelle. Und mehr Satire gibt es auch morgen früh wieder im Radio in der Enjoy Moin Show. Gute Nacht und tschüss, das war's. Dankeschön. Ja, und wir haben noch...
Atommüll hier. Könnten Sie den bitte mit nach Hause nehmen?